Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu WWE 2K16. Yeah! Und mein fürchterlicher Gegner, der mich, wie gestern habt ihr gesehen, die ganze Zeit in Schach gehabt hat und dann trotzdem habe ich noch gewonnen. Der Onkel, Gamer ShakeP, hey! Ja, hallöchen! Ah, ja. Übles Match, ey. Musst du mir erstmal erholen danach. Schöne Scheiße. Wie ist das so, Onkel, vom Gefühl her? Ich sag doch, genauso wie wenn der Undertaker fehlen würde. Ach, du Drecksack. Wenn du jetzt noch anfängst mit, wie fühlt sich, wenn du The Rock noch weg hast, dann sage ich, so wie es mit Triple H anfühlt. Dann hättest du doch was gesagt, John Cena ist ja aber auch raus, ne? Ja, stimmt. Also du hast schon drei große verloren. Eins habe ich jetzt noch. Zwei. Und einen habe ich noch. Ich möchte deinen Randy Orton wegklatschen. Den einen, der muss noch drinnen bleiben. Obwohl, das Ding ist vielleicht immer interessant, aber... Ah, da sind ja noch ein paar. Also, ich würde sagen, drück mal Viereck, oder? Drück mal Viereck. Yes, hab ich. Ha! Ich hab direkt einen, den ich hab. Okay, super. Das ist schon wahr. Nein. Okay. Achso. Den hast du. Den haben wir nicht. Weißt du dann nicht, ich hab noch nicht gedrückt. Den hattest du. Was? Den hast du. Den hast du. Oh, der hat. Ah, jetzt hab ich einen. Okay. Sag Bescheid. Ja, geht gleich los. Hier runter. Oh, das wird spannend. Das wird spannend, liebe Freunde. Ho, ho, ho. Jetzt schön drückt der Viereck-Knopf und sagt, mach mal hin. Ich muss hier die ganze Scheiße, ich muss drei Tabellen eintragen. Ja. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, zeig mal. Bitteschön. Oh, geil. Das wird auch ein traumhaftes Match. Ja, der Mann, der sich niemals schämt. Sheamus gegen den Diamond Dallas Page. Und Diamond Dallas Page. DDP, oder ne? Wie ist der da auch, ne? Ja. Und Diamond Dallas Page ist definitiv nicht zu verachten. Das ist definitiv. Nee, ich weiß. Definitiv der. Ja, habe ich doch letztes Mal gesehen. Show, da kam er reingestürmt. Der war doch auch. Weißt du eigentlich, dass apropos meine Informationen für euch und für dich vielleicht auch, was vielleicht interessant sein könnte? Und zwar ab Januar 2016 kommt das WWE Network zu uns nach Deutschland. Oh, das werde ich mir sofort holen. Da werde ich mir sofort ein Abo machen. Sofort. Geil. Weißt du, was WWE Network ist? Ja, da ist doch, wo die ganzen Videos gezeigt werden, ne? Ja, das siehst du so Shows mit den ganzen Wrestlern und bla bla. Und das gucke ich doch schon im Internet. Das ist wie Amazon Prime, nur mit Wrestling. Ach so, nee, kannst das alte, kannst geil. Alte Großveranstaltungen gucken und hast doch die neuen alle frei. Ja, WrestleMania würde ich mir gerne angucken. Ey, ich dachte, wir machen Klammern. Ja, Entschuldigung. Hast doch die alten alle, hast doch die neuen alle frei, also brauchst du nicht extra Geld zahlen. Okay. Hallo? Okay, warte, jetzt nochmal. Mir geht nicht mehr. Sorry. Wollte ich gar nicht. Achso, ist das schon so ein Griff? Ist ja so ein Griff. Ist ja alles gut. Ah, der geht direkt raus. Okay, nochmal neu packen. Ach, er haut direkt hier wieder. Wird doch packen machen. Okay, geht doch nicht mehr. Fangen wir an jetzt. Hörst du jetzt mal auf? Mensch. Er hüpft und springt und mein Sheamus, der schämt sich schon wieder. Na, endlich. Ach komm, yo. Mann, ich mach diesen Moves nicht mehr. Das ist ja echt fürchterlich. Die kannst du immer blocken. Da kostet ja nicht mehr Energie. So. So, dann schauen wir mal, was der Sheamus so alles so Nettes aussieht. Bam. Wow. Wundervoll. Na, der Sheamus ist ja schon eine Kante. Ich hab den ja auch gesehen, so mal im Kampf. So echt, der ist auch schon riesig da. Ist zwar voll weiß, glaub, das siehst du immer alle. Ich glaube 20 Euro im Monat kostet das WWE Network. Ach so, okay. Oder war es 10 Euro im Monat? Ich weiß gar nicht. Ja, ist schon ein bisschen was. Ich werde es auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ja, der Sheamus, ne, wenn der gekämpft hat, den sieht man immer so richtig toll, die ganzen Abdrücke, weil der halt so weiß ist. Das finde ich immer ganz witzig. Aber auch ein guter Typ, ja? Auch sein Finisher ist geil mit diesem Tritt. Gucken, ob ich den nachher mal machen kann, ob ich dafür rennen muss oder so. Natürlich musst du dafür rennen. Sheamus! Die Sau.
with the punishment that's been dished out in this one, you have to ask, how bad is this injury? Can Sheamus continue? Ich kann gar nicht mehr. Und Gabi. Das sieht übel aus. Oh. Komm schon. Ja, ah, das wäre eigentlich, also eigentlich würde ich den ungerne verlieren, muss ich sogar sagen. Den Sheamus, der ist eigentlich, gefällt der mir schon, also. Ist eigentlich schon so eine gute Sache hier. Oh. Oh, 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 oh. Ah, du hast schon Finisher. Ey, das geht ja fix. Das ist unglaublich. Ja, mal sehen, was Sheamus dazu sagt. Naja. Oh, oh. Na, haben wir nicht noch ein kurzes Match? Nö, nö. Raus. Okay. Nö, nö, nö. So nicht, mein Freund. So nicht. Boah, ist der hier mal reagiert, das ist Wahnsinn. Geht doch, geht doch. Geht. Ach komm! Ich hab dich doch gepackt. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Hä? Was machen wir denn? Meine packt der jetzt leere. Wie so ein Idiot, ey. Aber meiner ist. Guckt euch das an, liebe Leute. Entweder ihr macht die falschen Moves oder so. Meiner ist immer energielos, er sei das noch blaue Energieleiste. Ist ja Wahnsinn, ey. Playing my games. Yeah. A little intimidation there. He's too good inside. Na komm. Oh, ah, schön. Da hast du den Schmerz gespürt gerade in deinem Gesicht. Ich wünschte mir, das Delay wäre nicht echt. Ohne Mist. Das ist so mega nervig. Du bist immer so leise. Was? Bin ich überhaupt nicht leise, du müsst mich mal lauter machen. Bin schon voll weit weg von meinem Mikro. Bin ich schreie halt nur auch 10 Kilometer weit. Boah, hörst du mir auch mal zu, was ich sage, Alter? Du bist voll leise gerade gewesen, deswegen habe ich gesagt, red lauter. Was hast du denn gesagt? Ich rede doch gar nicht laut. Hä? Du musst mich mal lauter stellen bei dir. Du bist ja ganz laut. Bist ja ganz wild. Ich sitze aber immer, wie immer, ich sitze immer so vor dem Mikrofon. Immer. Ich kann gar nicht anders. Ach nein, Mann, ich wollte mein Signature machen. Das ist jetzt voll unfair. War jetzt echt kacke. Mann. Hat der meinen scheiß Finishen geblockt. Oh oh. Ist das so ein Griff? Ah ne, nur ein bisschen Schmerzen zufügen. Komm hier jetzt. Oh, mein Kopf ist schon ganz rot. Hallo? Ich hab einen Bockenkopf. Krabbel, krabbel. Ah. Komm schon. Ah, das mit den Erholen und dass die so lange kaputt sind, das ist schon. Ah, manchmal ist das schon ein bisschen anstrengend. Mein Gott. Ist aber normal, wenn du auf der Fresse kriegst, brauchst du auch mal ein Stück. Ja, sicher. Trotzdem. Scheiße! Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, bis der mal reagiert heute. Also heute ist irgendwie der Wurm drin mit dem Scheißge. Die Matches sind zwar cool, aber das Scheiß-Delay, das ist Wahnsinn. Naja, ist schwierig. Schwierig zu sehen, wann ich genau was machen muss. Ach komm, ich wollte dich doch gar nicht. Ich habe einmal nur gedrückt. Ach komm. Echt schlimm. Dass er da eine halbe Stunde braucht. Guck mal, er hält sich den Kopf. Der ist voll fertig mit der Welt. Und man jubelt. Yeah. Mhm. Und er holt einen Tisch, okay? Auch schön, ja. Ah. Ach komm. Schönes Ding. Badabun. Ach komm, wieso kommst du denn immer raus, ey? Mann, immer bei meinem scheiß S-Ding da. Mann. Ich will jetzt endlich meinen Finishen mal haben. Ach, mach doch mal jetzt. Scheiße da, ehrlich, ey. Komm, steh auf da mit deinem Kadaver. Ja, geht doch. Huah! Schönes Gerede, schöne Attacke. Schön, schön, schön. Und er kommt bestimmt wieder raus, weil er nichts anderes kann, außer rauskommen.
Nein! Und? Nein, er kommt diesmal nicht raus. Ey, das ist ja mal was ganz Neues hier. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich sehe den. Das ist echt geil, wenn der da so hinspringt. Ja, oh, schön. Und schön covern, komm. Eins, zwei und drei, komm. Ach, kacke, er kommt schon raus, okay. Na gut. Kann man ja nicht verübeln. Ich bin ja auch schon rausgekommen. Obwohl, eigentlich du... Ah doch, du bist immer noch von der Lebensenergieweise eigentlich noch immer voll fit. Sind da die Tische wieder weg? Ja. Ich glaub's nicht. Ach, wieso? Jetzt komm, ich bitte dich. Was macht meiner denn jetzt? Der dreht voll am Rad. Hä? Was zum Geier? Was war denn das? Was war denn das? Eins, zwei. Oh, schade. Wie geil, ey. Ich springe und er haut mit dem Tisch. Er landet drauf. Der Tisch fliegt noch eine halbe Stunde rum. Boah, geiler Move. So was hat er gemacht? Kann mich gar nicht dran erinnern. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Keep the action inside the ring. That's where you're going to win this thing. Okay, jetzt haben wir einen brennenden Ring, meine lieben Damen und Herren. Was? Wir haben keinen brennenden Ring. Und er ich meine brennenden Tisch. Was? geil. Ach komm. Ajo, erstmal haut er den Ringrichter aus seinem Leben. Und hallo. Hi, ich bin hier. Oh, komm. Ja. Ah. Hä, ich dachte, du fällst jetzt da drauf auf den auf den Quatsch. Quatsch, sagt er. So Quatsch ist das gar nicht. Jetzt durch den Tisch, oder? Badaboom! Ach, komm, hör auf, ey. Das wäre ein Todesmove. Ich glaube, das wird sogar. Oh, nee, glaub, durch den geht, Tisch! Ich glaube nicht, ich glaub, das geht daneben. Bam! Oh, leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch. Der war geil, ja? Sei froh, dass ich in die Ecke gegangen bin. Ja! Ja! Der letzte Zipfel meiner Ehre. Komm, steh auf! Oh, er kontert wieder alles, ey. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn, ehrlich. Ja! Na, fuck, Mann! Das gibt's doch gar nicht. Nee, das gibt's auch nicht. Ach komm! Bam! Los, Mann, ich hab keine Power mehr für irgendwas. Ich hab echt keine Power mehr. Meiner ist so fertig mit der Welt. Ich drück doch! Alter, ich drück doch die ganze Zeit Pin! Das gibt's doch nicht! Ach, jetzt hör auf. Oh. Was? 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 Oh, der übelste Headbutt. Das war der Todes-Headbutt war das. Und auf den Tisch noch mit dem Kopf. Oh, das ist wirklich Wahnsinn hier. Das ist Wahnsinn. Ach komm, nein. Er kommt natürlich wieder raus, natürlich. Er kommt aus jedem verkackten Move raus. Entweder ist das Delay bei dir so einfach so zu sehen, ich weiß es nicht. Na, irgendwann gewinnen wir dann alles. Ich verstehe es nicht. Fuck. Badaboom, nein, ich und badaboom auf den Tisch drauf. Das ist doch sowas von geil. Das ist ja sowas von geil. Fuck. Oh, ja! Nein! Ja. Komm jetzt, komm, eins, zwei und drei, komm. Nein! Ja. Boah, was geiles Match, er haut mich durch den Tisch, der brennt, ey. Und siehst du, jetzt werde ich wenigstens braun gebrannt, ey.
War das wieder ein Match. Ey, jetzt müsste der Gleichstand sein, ne? Vom Siegen her. Oh, Wahnsinn. Nö. Ich bin aber noch ein von. Nervlich echt geil. Boah, leck mich doch, die Sack, ey. Boah, was Geile für Match. Ein Match, ey. Das war echt Hammer, ey. Und das war jetzt wirklich spannend. Also, das sah so schlecht aus. Ich bin immer mal wieder rausgekommen. Den kleinsten Zipfel von, wo du deine Moves gemacht hast. Oder wo du hinter dem Tisch-Move da. Oh. Puh. Aber dann der letzte Tritt ins Gesicht hat gereicht. Boah, what a match, Alter. Digga, das war Wahnsinn. Das war wow. Echt krass. Das werde ich mir auch nochmal genussvoll von deiner Seite aus angucken. Apropos angucken, liebe Freunde. Schaut auch mal bei Onkel vorbei. Gebt den Onkel Daumen hoch. Bei mir dann auch mal vorbeischauen. Also bei GamerCheck EP vorbeischauen. Und ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, liebe Leute. Guckt euch mal das Match Dolph Ziggler gegen Seth Rollins an. Das ist eins der besten Matches, die wir bis jetzt geschafft haben. Nach diesen jetzt hier, muss ich sagen. Das ist sogar, ich gucke es mir nochmal an, aber ich glaube, das hier war spannender. Aber das andere Match war auch mega. Das ist alles mehrere schon echt geil. Ja, aber Matches Dolph Ziggler gegen Seth Rollins, das hat schon rausgestochen, das Match. Hier, Brock Lesnar gegen Kevin Nash war auch geil. Das war so ein Monster. Ja, das war nicht sowas. Ja, aber guckt euch das mal an. Aber das war schon spannend, ja. Okay, schaut auf jeden Fall euch das mal an, was Onkel als Tipp gegeben hat. Und das hier vor allem. Aber das habt ihr ja schon gesehen, dann wisst ihr ja den Tipp. Da war wieder schlau, ja. Ja, ich war, glaube ich, dran, ne? Mhm. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Runde. WWE 2K16. Yeah, mit Onkel. Bis dann. Ciao.